Es ist sehr nett von euch, dass ihr die Zeit für mich genommen habt. Ach, nicht der Rede wert. Es ist so selten, dass man die Chance hat, mit einem intelligenten Wesen zu sprechen. Ich meine, unsere Allianz mit den Echsenmenschen. Echsenmenschen? Okay. Ist zwar recht nett, aber die armen Jungs können nicht ordentlich sprechen. Jedenfalls nicht die gewöhnliche Sprache. Sie verstehen sie gut genug, aber sie können nicht den. Oder sie haben nicht den Mund, es zu sprechen. Also wahrscheinlich keine ordentlichen Stimmbänder. Und ihre Sprache ist so schwer. Ich meine, Schüsses und Klick bedeuten ja und nein. Oh, das schreibe ich auf. S-S-E-T. S-S-E-T-H. Gleich yes. Und Klick? Das ist ein komisches Geräusch für einen Echsen. Heißt nein. So, das könnte wichtig sein. Weiter. Aber ich weiß nicht, welches ist. Okay. Und dann Fragezeichen eben. So. Weiter. Dann gibt es noch die Ritter von Crux Ansata. Sie können gut reden, aber alles, was sie jemals sagen, ist, wie viele Trolle sie bereits getötet haben. Okay, die scheinen recht mächtig zu sein. Und die ist langweilig. Und sie kümmern sich gut um die Pests, also Ungeziefer. Was? Beide Arten von Pests, Ritter und Trolle, verstehst schon. Gibt es verschiedene Arten von Rittern hier unten? Okay. Wir könnten noch nach anderen Gruppen fragen und die beiden will er nicht, das wissen wir schon. Dann schleichen wir uns erstmal weiter ein. Es muss ein schweres Los sein für jemanden, der so nobel ist wie du selbst. Oh, wie wahr, wie wahr. Manchmal frage ich mich, wie ich es überhaupt schaffe. Es war nicht immer so wie jetzt. Als Sir Kerberos auch am Leben war, okay, jetzt sagt er das, was wir eigentlich vorhin fragen wollten. Aber wir dürfen halt nicht direkt danach fragen. Wir könnten ihn doch einfach umbringen und seinen doofen Umhang mitnehmen. Aber gut, wir sind der Avatar, wir sind nett. Er hat dafür gesorgt, dass wir alle zusammengearbeitet haben. Ein geborener Anführer war der Mann. Als er diese Kolonie gegründet hat, könnte man glauben, konnte niemand in Britannien glauben, dass es funktionieren würde, aber er hat es geschafft. Ich denke immer noch, dass einer von diesen Bastarden, wahrscheinlich die Grauen Goblins, schuld an dem ganzen Untergang sind, hm? Als Kerberos immer noch am Leben war, war alles so viel besser. Das hatten wir schon. Genau. Ich denke immer, dass einer von diesen Bastard-Grauen war, die ihn umgebracht haben. Es gab dort bestimmte Gegenstände. Was für Gegenstände? Nun gut, ich nehme an, es hat keinen Grund oder es hat keinen Schaden, das dir zu erzählen. Sir Kerberos hat 8 großartige Talismane gesammelt. Jedes symbolisierte eine Tugend. Und er war schon so ein Typ für die Tugend, unser Kerberos. Das war so eine Art Paladin, wie wir. Und es war wohl bekannt, dass er zu den Anführern der verschiedenen Gruppen hier in Abyss kommen würde. Nun, wir haben sie niemals gesehen. Falls sie immer noch existieren, müssen sie verloren gegangen sein. Aber ich langweile euch bestimmt. Nein, wir können ewig zuhören, Eure Majestät. Aber ich habe genug von eurer Zeit gestohlen. Okay. Please do visit again. Wir sollen schon wiederkommen. Jo, also wir haben eine Menge erfahren. Es gibt 8 Talismane. Sie sind nicht bei den Grünen. Also sind sie bei den Grauen. Oder beim Mountainvolk, also die Gebirgsleute, den Rittern von Crux, so wie noch. Oder den Trollen, oder... Ja, also es scheint sehr viele Fraktionen hier zu geben. Gucken wir mal kurz weiter, ob hier noch irgendwo was ist. Wir sollten nichts stehlen. Ist das eine Laute? Sehr geil. Was bist du? Ein Wandgemälde, natürlich. Wir sind ja auch bei Goblins. Da
Er gehört an jede Wand ein Wandgemälde. Da unten ist irgendwas. Oh, ich glaube, das ist der Bereich, wo wir vorher waren. Karte. Das ist da, wo wir nicht hin dürfen. Keep out. Oh, Caps Lock ist an. Anscheinend. Nee, ist immer alles Caps Lock. Okay. Goblin Camp. Grüner Goblin König. Gucken wir kurz noch hier lang. Also östlich. Der Kompass ist Süden. Ich gehe jetzt einfach da lang. Wenn ich denn darf. Macht ganz schön ein Ränzchen. Da kommen wir, glaube ich, her. Oh, vorsichtig. So. Na nö. Grüne Goblins wäre hier. Hier wäre irgendein Raum. Den können wir uns mal angucken. Also ganz kurz hier rein. Ganz viele Fußstapfen kann man hören. Könnten meinen, die machen Musik. Okay. Hier raus. Hier. Irks. Ja, du kratzt dir woanders am Kopf. Na, hahaha. Hast du knapp. So. Und ich glaube, in die Richtung hier waren wir noch gar nicht. Und hier ist auch nichts. Okay. Und das ist der Knopf für das Tor. Jo, sehr schön. Ping. Und ah. Dann macht das Tor immer wieder zu. Das ist ja. Okay. Also, grüne Goblins haben auch nichts außer Informationen. Gehen wir mal kurz da unten hin. Also, Süden, Westen. Süden. Westen. Jo. Okay. Hier war das Goblin Camp. Also die Goblin Abtrünnigen. Da wollen wir gar nicht hin. Wir wollen jetzt nach Süden uns drehen und dann rechts die Wand verfolgen. Da ist Süden. Da ist Süden. Okay, rechts die Wand folgen. Genau. Oh, eine Fackel. Yeah. Na gut, komm. Oh, was bist denn du? Eine Flasche Alkohol. Also Ale. Zum Essen. Noch eine Flasche Ale? Nein, eine Kerze. Alle, die da sind. Oh, ich höre eine Fledermaus. Oder eine Ratte. Ah, okay, also die Fußstapfen von Gegnern oder die Bewegungen von Gegnern sind diese hellen Töne. Und die Tiefen sind von uns und von NPCs. So. Also dieses Dö-Dö-Dö-Dö-Dö-Dö, das sind wir und NPCs. Das da eben gerade war ein Gegner. Scheint wieder irgendwo eine Fledermaus. Greift hier mit die Tür an. Können wir dich öffnen? Nein. Können wir dich aufschließen? Jo. Okay. Geronimo. Oh, 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 oh. Da kam gerade ein magisches Geschoss oder so angeflogen. Das kann nicht gut sein. Rückwärtsgang? So. Lalü. Okay, ist ein Magier. Also wenn wir auf ihn zustürmen und einfach draufhauen. Bleib mal von oben. Au. 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 Wow. Flucht, 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 Flucht. Schnelle Flucht. Kopfüberflucht. Heillose Flucht. Schnellere Flucht. Was zur Hölle? Wie kommst du hierher?
Ah. Dramatische Musik. Flucht, Flucht, Flucht. Sackgasse. Folgt er uns noch? Ich glaube es kaum. Also ich denke nicht, dass ein Spiel, das so alt ist, ordentliches Pathfinding hat. Schlafen. Puh. Nochmal schlafen. So. Und was essen. Fisch. Was haben wir noch? Nix. Blutegel wollte ich jetzt nicht so essen. Haben wir noch irgendwo irgendwas? Nö. Oh, wir sind wieder fast voll. Aber das Ding ist viel zu garstig. Das schaffen wir so nicht. Bist du leer? Jo, dann kannst du weg. Okay, wo ist die Karte? Da ist die Karte. Keyboard. Wo war das? Hier unten, ne? Genau. Garstiger Imp. Den wollen wir erstmal meiden. Stattdessen versuchen wir zu den grauen Goblins zu kommen. Und uns da mal umzuhören. Und vielleicht ein bisschen was zu tauschen. Also westlich und hoffen, dass der Imp nicht im Weg ist. So. Südlich? Gehen wir gerade südlich? Jo. Da jetzt nicht lang. Wir sind schon wieder falsch, oder? Jo. Okay, nördlich und erste rechts. Da. Erste rechts wäre hier. So. Genau, hier sind die Grauen. Waffe weg. Hallo? Du kannst damit nicht sprechen. Hallo? Ist abgeschlossen. Wir sollten hier nicht einbrechen. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass hier graue Goblins waren. Richtig? Grüne Goblins. Nee, hier sind wir falsch. Okay. Ah, warum war der Typ nicht am Tor? Mal komisch. So, hoch. Weiter nach Osten. So. Hier irgendwo müsste der Zugang sein. Genau, Brücke folgen. Ein wenig die Karte aufdecken. Oh. Und ich höre einen Gegner. Ich sehe aber keinen Gegner. War ein Schleim auf dem Boden? Das war nur Blut? Nö. Aber ich gucke mich immer um, wo ich gerade hier bin. Das war wieder ein kaputter Morgenstern oder so. Marmorboden. Das ist ganz schön dekadent für Goblins. Oh, ein komisches Schwabbelding. Kaputt, kaputt. Kaputt. So. Was haben wir hier? Ein eingestürzter Gang? Die Plakette sagt, hier ist die große Treppe, welche hinunterführt durch alle Tiefen des Abyss. Corianus. Nein. Ein eingestürzter Zugang. Oh, haben wir unseren Hammer noch? Das wäre albern, wenn wir es einfach so machen könnten mit dem Hammer, aber Versuch ist es wert. Oh, ist der Hammer. Da ist der Hammer. Darauf. Kein Effekt. Schade. Das wäre bestimmt praktisch, wenn man den Weg freilegen könnte. So, jetzt aber zu den Goblins. Hier.
Aber ich denke, jetzt wäre eine gute Gelegenheit abzuspeichern. Nicht, dass daraus irgendein politischer Fauxpas passiert. Also, bis gleich.